Kann man den einfach? Kann man den? Und damit willkommen zu Wie und warum zähme ich einen Carbonemys? Diese gepanzerte Schildkröte wird am liebsten gewaltsam gezähmt. Der Nachteil? Olas wirken dieses Mal nicht. Der Vorteil ist dafür, dass sie erbärmlich langsam sind. Ein geschmeidiger Moonwalk reicht meistens aus und man hat genügend Raum, ihr Gesicht mit Steinen zu dekorieren. Schildkröten arbeiten zusammen. Greifst du eine an, werden andere kommen. Dazu hält sie einiges aus. Eine Steinschleuder gibt meist vor ihr auf. Mit Level 21 erhältst du Zugang zu Betäubungspfeilen. Damit geht es deutlich leichter. Sollte dich ihre extreme Geschwindigkeit überfordern, könntest du sie mit einer großen Bärenfalle festsetzen. Aber Vorsicht! Wirklich lange wird sie nicht aufgehalten. Hast du nun eine betäubt, geht es ans Zähmen. Bären sind eine gute Wahl und wie meist wird die Meobäre bevorzugt genommen. Carbonemys brauchen recht lange zum Zähmen. Du brauchst viele Bären und einen sicheren Platz. Ein guter Name ist wichtig. Was kann denn nun diese Schildkröte? Ihre Geschwindigkeit ist überschaubar. Ihre tatsächliche Stärke ist offensichtlich ihr Panzer. Diese stacheligen Kaltblüter erhalten weniger Schaden als andere Lebewesen. Und scheinbar sind sie immun gegen Stego-Angriffe. Warum passiert das so oft in diesem Spiel? Dazu kommt noch ein sehr hoher Wert in Gesundheit. Der Schaden, den sie austeilen, ist dagegen nicht zufriedenstellend. Dafür kannst du von ihrem Rücken aus kämpfen. Sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf. Ähnlich wie der Parasaurus ist sie gut im Ernten von Beeren und Samen. Die Vermehrung geht recht schnell, aber wozu brauche ich denn mehr Schildkröten? Vielleicht willst du auch den Anblick einer kleinen süßen Minischildkröte genießen, welche zusammen mit ihrem Vater einen schönen Tag am Strand verbringt. Oder du kochst damit was Schönes. Carbonemys sind die ersten auf der Liste, die statt extra kleinen Eiern mittelgroße Eier legen. Während man aus den Eiern vom Dodo, Parasaurus und dem Dilophosaurus im Kochtopf zusammen mit folgenden Zutaten nur Basistrockenfutter herstellen kann, ist das Ei der Schildkröte groß genug, um normales Trockenfutter herzustellen. Dieses ist jedoch ein bisschen teurer, denn statt normale Beeren benötigt es Mais, Kartoffeln und Räucherfleisch. Bedenke, dass befruchtete Eier nicht verwendet werden können. Mit dem Trockenfutter kannst du spezifische Dinos deutlich schneller zähmen. Hier sehen wir den Unterschied zwischen einer Meobäre und einem gewöhnlichen Trockenfutter. Wow! Erstaunlich! Neben der Schildkröte kannst du mit dem normalen Trockenfutter eine große Anzahl an Dinos so schnell zähmen. Genau aus diesem Grund ist meine Eierlegemaschine im Vollbetrieb. Solltest du deine Schildkröte dennoch schlachten wollen, erhältst du wenigstens ein wenig Keratin. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Carbonemys zähmen solltest. Für mehr Videos gibt es hier drüben eine Playlist. Du kannst mir auch gerne ein Abo dalassen.